Name ist Detlef Drüssig. Ich bin Parkinson-Patient seit 18 Jahren. Mit 50 Jahren Parkinson bekommen, ich bin jetzt 68 Jahre alt. Die Besonderheit ist eigentlich darin, dass ich nach 18 Jahren Parkinson relativ gut laufen kann. Bedingt durch bestimmte Geräte, die ich in der Hand habe. Ja, es hat jetzt 18 Jahre Parkinson, die Krankheit schreitet ja voran, ist leider ja nicht aufzuhalten. Und früher ging das noch, da hat er Zeiten gehabt, wo man sagen konnte, okay, die lassen wir jetzt mal liegen, aber jetzt ist im Prinzip immer Smoothie angebracht. Die Krankheit hat sich angedeutet, indem ich plötzlich anfing zu zittern oder ich konnte keine Hemden mehr zumachen. Und ich saß im Flugzeug, war plötzlich klatschnass und ohne Grund, das kannte ich gar nicht. Das hat mich so geschockt, dass ich gesagt habe, jetzt musst du den Kampf gegen Parkinson aufnehmen. Und Parkinson bekannt machen. Und da wir Kreuzfahrt organisiert haben, haben wir ein Tool gesucht, was man leicht mitnehmen konnte und dass die Leute damit trainieren konnten. Und das war dieses sogenannte Smoothie. Erfunden wurde Smoothie von einem Parkinson-Erkrankten, Johann Salzhand-Salzwimmer, und wurde von uns in den letzten 15 Jahren stetig weiterentwickelt und so im Laufe der Zeit zur weltweiten Marke Smoothie. Sogar unsere Maschinen in unserer Produktion wurden selbst hergestellt, um die bestmögliche Qualität für unsere Kunden zu gewährleisten. Unsere Mission ist es, die Menschen auf unserem Planeten gesund zu bewegen, mit einem Lächeln im Gesicht und vor allem im Gesundheitsbereich, wie zum Beispiel bei Parkinson oder Demenzpatienten, um wieder mehr an Lebensqualität zu erhalten und diese zu verbessern. Patienten mit Parkinson-Erkrankungen sind vor allem langsam in ihren Bewegungen. Manchmal zittern sie, nicht alle tun das. Häufig sind sie auch sehr versteift in der Muskulatur. Und dann gilt es, die Bewegungen wieder überhaupt in Gang zu bringen. Dazu helfen motorische Cues, sagen wir, also gewisse Schlüsselreize, zum Beispiel eine Linie auf der Erde, die man übertritt, um überhaupt in Gang zu kommen. Und eben auch rhythmische Bewegungsreize, wo beispielsweise diese Bewegungsringe, die Smoothies, eine ganz wichtige Rolle spielen als Taktgeber. Man kann das vielleicht ein Stück weit vergleichen wie mit Ansagen oder mit Tanzen, wo eben der Takt, die Bewegung und die Rhythmik deutlich erleichtert. Viele meiner Kunden, die merken einfach, dass sie sich viel mehr anstrengen mit den Smoothie-Ringen und das erstmal überhaupt gar nicht merken. Und das ist gerade eben bei Parkinson gut und wichtig. Es geht ja um die Schwingringe, da sind vier Stahlkugeln drin, die laufen über einen profilierten Schlauch. Und diese Schwingung, die spürt man halt in den Handgelenken und in den Händen. Und das wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Also es ist beschwingt, es gibt Energie, man fühlt sich fit. Ja, und man will laufen und dann laufen nur die Beine mit. Detlef hat ja recht häufig Termine bei Therapeuten und das immer morgens. Und wir stehen schon immer noch eine halbe Stunde früher auf als nötig und trotzdem, der kommt dann, wenn er merkt, oh, jetzt müssen wir los, dann ist noch dies und dann ist noch das. Und ja, da ist also, da kommt er sehr schwer in Gang und dann ist auch ein bisschen schwer, den Stress zu bewältigen. Wenn ich die Ringe nicht habe, habe ich das Problem, dass ich Freezing habe, dass ich schlecht laufen kann. Das heißt, dann schlürft man. Und die Ringe, dieser Schwung, hilft dazu, die Beine hochzuziehen. Wenn man die dann in die Hand nimmt, dann merkt man erst, was das ist. Das ist die Schwingung, das Vibrieren und der Klang. Diese drei Sachen sind wichtig, um einen Parkinson-Patienten in Gang zu bringen. Parkinson-Patienten haben ja in fortgeschrittenem Stadium häufig das Problem des Freezings. Das heißt, sie stehen praktisch wie festgefroren auf der Stelle und schaffen den ersten Schritt nicht. Dann hilft ein äußerer Schlüsselreiz. Die Ringe sind transportabel und man kann das eben durchaus so konditionieren, dass dann durch die Eigenbewegung der Hände diese Rhythmik und dieser Takt kommt und man dann quasi an jeder Stelle wieder neu anfangen kann zu gehen. In dem Moment, wo er dann die Smoothies in der Hand hat, können wir über große Schwungbewegungen, in dem Fall meistens wichtig, wirklich große Schwünge zu machen, kommt in den Gelenken nochmal intensiver an. Und oft, wie eigentlich beim Nordic Walking, da kriege ich dann durch den großen Schwung, dass der Arm nach vorne kommt, auch automatisch mehr Reiz auf die Beine, dass der Patient dann in dem Moment schafft, wieder wegzukommen. Wenn man die Smoothie sieht, dann meint man, da passiert gar nichts. Man muss sie in die Hand nehmen, man muss es spüren, man muss damit schwingen und damit laufen. Ich habe das mal in einer Klinik gemacht, dann waren die Leute alle, saßen die alle in den Betten und sagten, wir können gar nicht laufen. Dann hat meine Frau mir die Smoothies mitgebracht in die Klinik. Ich habe mit jedem gesprochen und habe jedem gezeigt, wie man damit laufen kann. Und schon hatte ich eine Laufgruppe und es funktioniert. Wir haben dann eine Aktion gemacht, dass wir mit Parkinson-Patienten und normalen Leuten, also Bürger wie jeder andere auch, von jung bis alt, trainiert haben. Und wir haben dann daraus ein Projekt entwickelt, ein Leuchtturmprojekt, unter dem Motto Rheinweg, wir bewegen jung und alt,
gemeinsam und nicht einsam. Weil der Parkinson-Patient zieht sich oft zurück. Und das Problem ist dann, ihn wieder rausholen zu können. Die meisten von uns sind ja froh, wenn sie andere Menschen um sich herum haben. Und wenn man dann in der Gruppe ist und auch merkt, man ist nicht alleine mit Einschränkungen, andere arbeiten vielleicht an gleichen Themen, mit gleichen Methoden und kommen weiter, dann bringt das nochmal zusätzlich auch Freude und Motivation. Man merkt es hier oft im Krankenhaus, wenn die in diese Komplexbehandlung kommen, dass die ersten Behandlungen noch sehr schwerfällig sind. Wir kommen nicht so richtig ran und die werden dann medikamentös wieder besser eingestellt. Und dann dieses Zusammenspiel, dass wir natürlich immer wieder diese Reize geben, dann merkt man schon so ziemlich die Entwicklung, dass man meistens in der zweiten Woche schon sagt, so hey, jetzt geht's ans richtige Arbeiten, jetzt können wir noch mehr draufsetzen. Wir haben die Smoothies eine Integrationskindertagesstätte gegeben. Und die hat einen Orthopäden gehabt und der war so begeistert, dass der Bürgermeister auf mich zukam und sagte, kannst du nicht ein Projekt machen am Niederrhein, das heißt mehr Bewegung für unsere Kinder am Niederrhein. Da habe ich gesagt, Leute, das geht gar nicht, ich habe Parkinson. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich das überhaupt schaffe. Heute ist es so, 10 Jahre später haben wir 30 Kindergärten und 30 Schulen. Kinder, die damit sich bewegen und damit auch Sport treiben. Ich habe ja früher als Reisebürokauffrau gearbeitet, mehr sitzend als sonst was. Und habe ja dann vor 12 Jahren mit den Smoothies angefangen, habe den Trainerschein gemacht und bin seitdem Bewegungstrainerin. Mit dem Werkzeug und ist natürlich für mich auch eine ganz tolle Sache, weil man merkt das schon an den Gelenken. Ich bin ja jetzt auch schon 68, aber ich bin also noch total fit in den Knien und überall, weil ich eben ständig die Bewegung mit den Smoothies mache. Viele fragen mich, woher holst du deine Kraft, das alles so zu machen zu können? Einmal in der Unterstützung meiner Frau, das ist ganz wichtig, sonst geht das gar nicht. Und in meinem Glauben, das heißt Glauben an Gott. Und dass er mir hilft, Dinge zu tun, die ich sonst nicht tun kann. Hätte ich den Smoothie nicht, könnte ich heute nicht so laufen. Hätte ich heute einen Rollator oder hätte ich heute einen Rollstuhl. Und wer das nicht glaubt, man soll einfach die Smoothies nehmen und selber testen.